Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch Band 4 der Igel Moss Collection vor, der Turm zu Babel. Erstmal dazu, was ist der Turm zu Babel? Der Turm zu Babel ist einer mit der ältesten Überlieferung aus dem Alten Testament. Und zwar wollte sich ein Volk im Heiligen Land niederlassen und dort eine Stadt bauen mit einem Turm, der bis zum Himmelreich reicht. Das bemerkt Gott und sagt sich, wenn sie das schaffen, ist der Menschheit keine Grenzen mehr gesetzt. Sie würden übermütig werden. Er steigt hinab auf die Erde und bringt eine Sprachverwirrung unter die Menschen. So können sie nicht mehr zu Ende bauen, weil sie sich nicht mehr untereinander verstehen. Nachdem der Bau gescheitert ist, flüchten alle Menschen aus dieser Stadt in alle Himmelsrichtungen. Für mich ist das so sinnbildlich die Entstehung der Sprachen in der Welt. Kommen wir nun mal zu Band 4. Auf den ersten Seiten geht es ziemlich zur Sache. Und zwar wird die Justice League komplett auseinandergenommen und demontiert, dass sie auch nicht mehr weiterkämpfen können. Aquaman kriegt ein Angstgas ab, wo er vorher Angst vor Wasser hat. Plastic Man wird eingefroren und in 1000 Stücke zerschlagen. Kyle Rayner wird das Augenlicht genommen und gerade als Zeichner, was er ist im richtigen Leben. Er kann auch keine Bilder mehr erstellen. Wonder Woman kämpft in sich selber gegen sich durch ihren Kampfgeist und von Batman werden die Eltern gestohlen, die Särge der Eltern. Superman wird mit rotem Kryptonit konfrontiert, was nochmal stärker ist als das grüne Kryptonit. Und jetzt stellt sich langsam die Frage, wer hat das alles ausgeheckt und wer ist fähig, überhaupt das zu machen? Und zwar steckt hinter dem ganzen Ra's al Ghul, aber er war nicht der richtige Drahtzieher hinter dem ganzen Plan. Der Drahtzieher hinter dem ganzen Plan war Batman selber. Und zwar hat Batman praktisch seine Mit-Team-Kameraden immer ausgehört und praktisch einen Gegenplan entwickelt, um sie im Notfall alle ausschalten zu können. Jetzt fragt ihr euch, wie ist Ra's al Ghul da rangekommen? Talia hat sich in den Wachturm geschlichen. Klar, haben es schon andere vor ihr probiert. Proton und wie sie alle heißen. Aber sie hat es geschafft und portet sich durch den Teleporter in die Betthöhle und steht dort da, hat alle Geheimnisse. Ra's al Ghul verfolgt natürlich wieder den Plan, die Menschheit zu dezimieren und streut auch eine Sprachverwirrung unter die Menschen. Nachdem Batman sich in die Basis schleicht von Ra's al Ghul, und alle seine Teamkameraden, also er bemerkt, dass es sein Plan ist und rettet alle seine Teamkameraden und hortet sie erstmal wieder um sich. Natürlich sind alle richtig sauer auf Batman, weil er sagt, also weil er auch zu erkennen gibt, dass es alles seine Pläne waren. Doch erstmal müssen sie sich konzentrieren und Ra's al Ghul zu besiegen. Das wird dann auch geschehen und am Ende, wenn sie alles besiegt haben, sieht man die JLA im Wachturm und die beraten, ob sie Batman wirklich aus der JLA schmeißen. Das Ende lasse ich euch offen, falls ihr es selber wieder liest. Wer keinen Bock hat auf die Igel Moss Collection, dem sei gesagt, das sind die Originalbände. Hier ist Story Part 1, 2 und 3 drin. Und hier der vierte. Komische Veröffentlichung, weil hier sind ja dann einmal wieder noch drei andere drin. Geschrieben wurde das Ganze im Jahre 2000 und der Autor ist Mark Waid. Ich wünsche euch viel Spaß mit, hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis demnächst. Tschüss.